1, 2, 1, 2. Also willkommen zur Jahresabschluss-Montagsdemonstration für 2018. Das heißt nicht, dass wir hier aufhören, sondern nur in diesem Jahr halt die letzte Montagsdemonstration heute hier begehen. Wir haben schließlich für bis, glaube ich, 2067 angemeldet, die Montagsdemonstration. Ich hoffe, dass wir nicht so lange machen müssen, bis das System Merkel, Merkel nicht als Person, sondern das System Merkel weg ist. Vorher die Auflagen. Die Auflage 1 ist, bei polizeilichen Durchsagen ist die eigene Beschallungsanlage auszuschalten, weil unsere so gut ist, dass sie lauter wahrscheinlich wäre als die Polizeiwagen eigene. Auflage 2 ist, dass wir nicht gegen Minderheiten, insbesondere gegen Flüchtlinge, hier hetzen. Das tun wir auch nicht, wobei das bald obsolet ist, weil Flüchtlinge bald keine Minderheit mehr sind in diesem Lande, wenn das so weitergeht in diesem Land. Also wir argumentieren aber gegen Messerstecher, Vergewaltiger, Totschläger und Todtreter, die sich leider oft unter diesen sogenannten Flüchtlingen, die wenigsten darunter sind ja wirkliche Flüchtlinge nach der Genfer Konvention, die meisten sind Glücksritter, die aus anderen Ländern kommen, weil es ihnen dort zu warm und zu kalt ist, was die Grünen und die SPD als Asylgrund fordern, dass Klimaflüchtlinge hier Asyl genießen sollen. Also die wenigsten kommen geltend nach dem 16a Grundgesetz, Artikel 16a, wo es da heißt, dass politisch Verfolgte in diesem Land Asylrecht genießen. Also die wenigsten sind solche Flüchtlinge, die meisten kommen über Zweit- und Drittländer, wo sie eigentlich schon in Sicherheit waren. Und da gibt es diese Nizza-Abkommen. Auf jeden Fall sind sie dort ja in Sicherheit gewesen. Also das heißt, sie sind wieder jeglichen Rechtes in dieses Land eingedrungen und somit eigentlich schon Straftäter und müssten, könnten aus diesem Grunde, auch dem Grunde, dass sie an der Grenze oftmals falsche Angaben machen, ausgewiesen werden. Und dass dies möglich ist, das zeigen andere Länder, gerade im Osten Europas, die ihre Grenzen schon sehr wohl vermögen, auch zu schützen. Und genau das brauchen wir auch. Und es hätte tausenden Menschen hier im Lande das Leben gerettet und zigtausende Frauen vor dem grausamen Los der Vergewaltigung, auch Massenvergewaltigung, nicht selten auch mit Todesfolge bewahrt. Freiburg ist nur ein unrühmliches Beispiel einer Stadt, wo man hochgradig gefährdet ist, vergewaltigt, auch gruppenvergewaltigt zu werden, seit Merkels irrer Grenzöffnung im Jahre 2015, beziehungsweise die Medien argumentieren, sie hätte die Grenze nicht geöffnet, sie hätte es nur versäumt, sie zu schließen. Auch das ist ein Verbrechen, unter welchen tausende Menschen, auch derer, die schon länger hier leben, gestorben sind und unter welchen zehntausende Frauen vergewaltigt wurden. Hunderte werden jeden Tag sexuell angegangen und Halle bildet da keine Ausnahme. Wir erfahren nur laut BKA, laut Bundeskriminalamt, die Spitze des Eisberges, nur 10% überhaupt der sexuellen Übergriffe kommen über die Presse und über die Polizeiberichte an das Tageslicht. Und genau dafür gehen wir auf die Straße als ein Bruchteil derer, die sich natürlich auch nicht damit einverstanden erklären, mit diesen Geschehnissen und dieser Entwicklung in diesem Land, gehen wir als Bruchteil derer auf die Straße und wissen, dass Millionen mit dem, was wir hier sagen und zu sagen haben, dass Millionen mit dem konform gehen, es sich aber nicht trauen, auf die Straße zu gehen bzw. den Mund aufzumachen, weil es dann Gewerkschaften gibt wie Verdi, die dazu aufrufen, dass man Kollegen, welche eine nicht genehme Meinung argumentieren, artikulieren, dass man die dem Arbeitgeber melden solle und der Arbeitgeber diese dann entlassen müsse. Da sind wir dort angekommen, wo wir 89 aufgehört haben, als die Montagsdemonstrationen beendet waren und wir glaubten, eine Wende herbeigeführt zu haben. Wir haben genau dieselben Unterdrückungsmechanismen, den Stasi-Staat haben wir wieder und genau deswegen gehen wir wie auch 89, oftmals sind es hier dieselben Personen, die damals 89 schon auf die Straße gegangen sind. Wir gehen gegen diesen Unterdrückungsstaat und gegen diese Stasi-Mechanismen auf die Straße. Annetta Kahane, selbst früher Stasi-IM, ist da ein unrühmliches Beispiel. Dann ist die Stasi gerade in Halle wieder im Gespräch durch diesen HFC-Präsidenten, der da halt dieses Amt inne hatte. Auf jeden Fall, Annetta Kahane steht der Amadeus-Stiftung vor, mit Millionen gefördert Steuergeldern, wohlgemerkt. Und sie verteilt in Kindergärten, verteilen die dort Broschüren, wo es da heißt, dass Kinder, welche ordentliches Benehmen an den Tag legen oder
ordentlich frisierten, gar Zöpfe, geflochtene Zöpfe tragen würden und höflich guten Tag sagen, dass man genau diese beobachten müsse und die Eltern scannen müsse, ob das nicht eventuell rechtsradikale Eltern sein können, wenn diese Kinder eben entsprechend gut erzogen wären. Das wäre ein sehr starker Hinweis auf ein sehr rechtsdenkendes Elternhaus, gerade wenn diese Kinder, die Söhne ertüchtigt würden oder wenn sie früh zum Kindergarten laufen würden, 1,5 Kilometer, dann wäre das schon sehr diktatorisch von den Eltern und dann wären die Eltern höchstwahrscheinlich rechtsradikal und der Kindergartenplatz wäre dann doch lieber an linke Eltern zu vergeben. Das fordert eine Stiftung, welche der deutsche Steuerzahler mit Millionen im Jahr finanzieren muss. Don, ich übergebe dir erstmal, wenn du jetzt so spontan bist, aber ist ja Don immer, wo ist er denn? Da kommt er schon. Don, hier jetzt nochmal 7 Minuten und dann weniger, gut. Wir ziehen dann, also in 5 Minuten ziehen wir runter zum Leipziger Turm, ja? Ich habe mir ein bisschen was vorbereitet. Hallo erstmal von meiner Seite. Das möchte ich aber jetzt hier nicht schon, das Pulver will ich jetzt nicht schon hier verschießen, sondern gerne am Leipziger Turm, wo wir ein bisschen mehr Resonanz haben. Hier sind die Menschen alle noch ein bisschen zu hektisch und hören dann entweder nur mit einem halben Ohr oder gar nicht zu. Und wenn, dann eben auch nur eine Minute im Vorbeigehen und das bringt einfach nichts. Aber wie Sven schon gesagt hat, er hat im Prinzip schon alles recht gut zusammengefasst. Dieser UN-Migrationspakt ist einfach ein, wie Peter vorhin schon sagte, den ihr nachher auch noch hören werdet, ein Pakt mit dem Teufel. Hier wird etwas durch die Hintertüre durchgewunken und darum wird es auch nachher in meiner Ansprache gehen, um ja dieser Scheinkampf, der da geführt wird, beziehungsweise es wird ein großes Schauspiel, ein großes Spektakel aufgeführt, um die Menschen darin zu bannen, die Aufmerksamkeit der Menschen darin zu bannen. Und in Wirklichkeit geht noch etwas viel Schlimmeres durch die Hintertüre damit durch und wird dann wahrscheinlich noch nachhaltigere Folgen haben, als die Migrationskrise für uns jetzt schon sichtbar hat und noch in Zukunft haben wird. Darum wird es später gehen. Es wird darum auch gehen, wie das Ganze zustande gekommen ist und vor allen Dingen, was wir in Zukunft damit, was wir dann in Zukunft noch oder womit wir in Zukunft noch zu rechnen haben. Außerdem auch noch einen kleinen Boykottaufruf und natürlich auch den Aufruf zu einem Systemwechsel. Das bedarf natürlich auch eine gewisse Bewusstwerdung. Die Linken rufen auch immer wieder zu einem Systemwechsel auf. Dieser Systemwechsel, den die Linken aber fordern, ist, also überhaupt das gesamte linke Spektrum fordert, auch das Linksextreme dann gerne mit Gewalt durchdrücken möchte. Das geht immer zulasten der hart arbeitenden Menschen in diesem Land und irgendwie auch immer nur zum Nutzen derer, die entweder nichts dazu beigetragen haben, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist, nämlich eines der ja, sozialsten und reichsten Länder Deutschlands, auch wenn es für viele so nicht aussehen mag, aber in vielen Ländern auf dieser Welt geht es schlimmer und unsozialer zu als in unserem Land. Das muss man auch mal sagen. Aber dass es so ist, heißt noch lange nicht, dass es auch für immer so bleiben wird. Angela Merkel hat schon gesagt, wir haben, und damit hat sie sich schon strafbar gemacht, weil es grundgesetzwidrig ist, wir haben wahrlich kein Anrecht auf soziale Marktwirtschaft und Demokratie für alle Ewigkeit. Und wie gesagt, damit hat sie schon das Grundgesetz obsolet gemacht und sich strafbar gemacht. Sie hat damit aber auch angekündigt, und das muss man ihr schon zugute halten, was die folgende Politik, nachdem sie das gesagt hat, mit sich gebracht hat. Sie hat also im Prinzip alles angekündigt, was sie schon getan hat und was sie noch tun wird. Man kann ihr da keinen Vorwurf machen. Man muss also, und da müssen wir schon so selbstkritisch sein, und nur ein Wechsel kann auch nur stattfinden, indem man an sich selbst arbeitet und nicht die Schuld auf andere schiebt. Denn möglich war das alles, weil wir weggeschaut haben. Nicht die, die hier stehen, die stehen ja schon auf der Straße, die bringen ihren Job, ihre Reputation und vielleicht auch Freundschaften und auch die Liebe in der Familie setzen sie aufs Spiel, indem sie Widerstand leisten gegen dieses System Merkel. Aber die vielen, vielen Millionen in Deutschland, die untätig waren, die das alles gehört und gesehen haben und nichts gemacht haben, nicht aufbegehrt haben, sondern Frau Merkel gewähren haben lassen, die sind mitschuldig an dieser Misere, in der wir leben und die noch auf uns zukommt. Aber das heißt noch lange nicht, dass es so bleiben muss, denn noch haben wir eine Chance, wir haben noch Zeit.
Aber das erfordert, dass wir beherzt auf die Straße gehen, so wie in Frankreich, wie in Belgien und wie hoffentlich in vielen anderen europäischen Ländern auch schon. Es bedarf jetzt einen Zusammenschluss über Denkgrenzen, Paradigmengrenzen, über Ideologiegrenzen hinweg. Es muss uns jetzt einfach wirklich egal sein, welche Partei unser Nebenmann wählt, welchen Gott er anbetet oder ob er überhaupt glaubt oder nicht. Hier geht es um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Und das sagt euch jemand, der nicht mal Kinder hat und wahrscheinlich nie Kinder haben wird. Aber ich habe nun mal nicht mit Neffen. Und um die tut es mir leid, denn ich weiß, dass sie eine bittere Zukunft haben. Und woher weiß ich das? Das ist nämlich kein Glaube, es ist eine Gewissheit. Ich weiß das aufgrund dessen, dass wir hier in Deutschland bereits Stadtviertel haben, in denen die Scharia faktisch schon herrscht, wo die Polizei sich nicht mehr reintraut, um den Rechtsstaat, den wir eigentlich haben sollten, durchzusetzen. Wir haben Stadtviertel, in denen ganze Familienclans schon das Zepter übernommen haben. Ja, ganz Berlin ist eigentlich schon in fremder Hand. Wir können nicht länger zuwarten. Natürlich haben wir hier im Osten noch lange keinen Grund, uns aufzuregen aufgrund einer Übervölkerung von Fremden. Nein, das haben wir hier nicht. Noch nicht. Aber wir sind eben nicht dumm. Wir sind keine dummtreuen Schafe hier im Osten, sondern wir wissen, dass ein ganzes System lügen kann, uns betrügen und an der Nase herumführen kann. Wir spüren die gleichen Methoden, die es zu DDR-Zeiten schon gab. Und die ganz Alten, die können sich noch an ganz andere Zeiten erinnern, in denen Zensur, Meinungsdiktatur, Gewalt gegenüber Andersdenkende an der Tagesordnung war. Und das Gleiche bahnt sich heute nicht nur an, sondern wir haben es de facto jetzt schon. Und wir wollen nicht zuwarten, bis es schlimmer und schlimmer wird. Wir wollen hier schon ein Zeichen setzen und es ist eigentlich schon fast zu spät. Es wird Zeit, dass wir jetzt endlich in die Puschen kommen und unsere Zukunft verteidigen. Nicht mit Gewalt, nein, nicht mit Gewalt, um Gottes Willen. Das wollen wir nämlich auch vermeiden. Aber durch Aufklärung, indem wir den Finger auf den Kaiser zeigen und sagen, der Kaiser ist nackt. Ganz egal, was man dann von uns hält, ob man uns dafür dumm hält oder nicht. Denn im Herzen wissen es die meisten schon längst, dass es so ist und dass wir recht haben. Sie trauen sich nur noch nicht, es auszusprechen. Ja, also ich bitte euch, die Polizei fährt, ach, die ist schon vorgefahren. Ihr lauft hinter der Polizei lang und du fährst. Dagmar fährt ganz hinten und ich mache noch ein Lied an, jetzt weniger weihnachtlich, oder wollen wir jetzt hier die Hälfte der Strecke mit Weihnachtsliedern runter? Ja, es sind Weihnachtslieder? Genau so ist es. Gut, Weihnachtslieder. War was anderes. Ja, er steht doch schon daneben. Des UN-Migrationspaktes. Wer glaubt, dass es in dem unter anderem von Merkel selbst miterarbeiteten Pakt vornehmlich um Migration geht,
Er ist einem strategischen Winkelzug auf dem Leim gegangen, ähnlich des Ablenkungsmanövers um die zwei Türme in New York am 11. September 2001. Die Destabilisierung des Nahen Ostens seitens der USA, um den Zugriff auf Bodenschätze und territoriale Macht zu gewinnen, war aber das eigentliche Ziel. Dies gelang sogar mit der Zustimmung des durch die Anschläge noch immer traumatisierten amerikanischen Volkes, und auch weltweit gab es viel Zustimmung seitens der Bürger, da es ja schließlich um einen Kampf gegen für das Gute ginge und gegen das Böse. Der Kampf gegen den Terrorismus begann. Ein schwammiger Begriff, der Drohnenmorde und Ähnliches ermöglichen sollte. Dies wurde aber nur durch dieses grauenhafte Spektakel, durch den Angriff auf die zwei Türme ermöglicht, welches tausenden Menschen das Leben kostete. Ein Krieg ist nun im Gange, hier in Deutschland, gegen die Bürgerrechte, gegen die Meinungs- und Pressefreiheit, ja, und sogar selbst gegen das Grundgesetz. Abgesehen vom Thema Migration geht es in diesem Pakt nämlich auch um Verschiedenes, das von nun an unter Strafe gestellt werden soll und kann. Und das ist das eigentliche Ziel. Die Unterzeichner des Paktes verpflichten sich nämlich auch dazu, folgende Dinge in nationale und damit bindende Gesetze umzuwandeln und damit harte Strafen zu ermöglichen bei juristisch so schwammigen Begriffen wie zum Beispiel Hass, Intoleranz und wie Ziel 17, jegliche Form von Diskriminierung. Ziel 17, Zitat, wir verpflichten uns zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fakten beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der Wahrnehmung von Migration. Zitat Ende. Also an unserer Wahrnehmung soll, nebenbei bemerkt, auch umgeschraubt werden. Die nachweisbaren Fakten sind Auslegungssache. Traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Es ist absichtlich so schwammig gehalten, damit man einen möglichst großen Ermessensspielraum hat. Oder negative Äußerungen bezüglich belegbar stattgefundener oder vielleicht sogar selbst gehabtener traumatischen Erlebnissen mit Migranten. Sie würden die Wahrnehmung von Migration negativ gestalten. Weder in den Medien noch privat, auch und gerade nicht in sozialen Netzwerken, darf dann noch unzensiert berichtet werden, was in diesem Lande wirklich los ist. Und es ist natürlich nach oben hin weiterhin erweiterbar. Da diese Begriffe aber so schwammig sind, unter anderem auch darum, sind sie bisher im Strafgesetzbuch nicht geregelt, da jeder das Recht auf seine eigenen Ansichten, Meinungen und Geschmack hat. Nun, weil diese Begriffe juristisch nicht genau definierbar sind, kann man sie also auslegen, wie es gerade gebraucht wird. Ja, wozu? Nun zum Beispiel, um einen unbequem gewordenen Bürger zukünftig einfach inhaftieren zu können, um Widerstand, und zwar in jeglicher Form, im Keim zu ersticken. Es geht uns also alle an, links wie rechts, oben wie unten. Auch die Hautfarbe spielt dann in der letzten Konsequenz keine Rolle mehr. Und wenn die Verhältnisse in Deutschland dereinst so unerträglich geworden sind und die Angst der Menschen uns dann doch endlich in großer Zahl auf die Straße treibt, dann fährt die Europäische Kommission die nur ihr unterstellte Eurogent vor auf. So wie in Frankreich und Belgien, wo es sogar schon Tote gab. Die Regierungen der jeweiligen EU-Länder haben keinerlei Einfluss auf die Eurogent vor. Ja, was ist die Eurogentfor eigentlich, wenn sie denn so viel Macht hat? Es handelt sich hierbei um eine multinationale europäische Eingreiftruppe, geschaffen, um Aufstände der Bevölkerung der europäischen Völker, wenn nötig, blutig niederzuschlagen. Gegründet wurde sie mit einem Geheimvertrag, der hinter verschlossenen Türen geschlossen wurde. Sie ist Polizei, Geheimdienst und Militär in einem.
Ihr Hauptsitz ist in Vicenza. Sie untersteht einzig und allein der Europäischen Kommission. Die Kommissare und ihre unterstellten Soldaten. Klingt irgendwie bekannt. Sowjetisch, wenn ihr mich fragt. Wie auch immer. Über die Eurogentfor wird so gut wie nie berichtet. Vermutlich, weil ihre bloße Existenz eigentlich ein Eingeständnis seitens der EU wäre, dass diese gescheitert ist. Diese Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten müssen wir perfiderweise auch noch mit unseren Steuergeldern bezahlen. Welchen Vorteil bringt den Eliten eigentlich so eine Eingreiftruppe wie die Eurogentfor, die nicht der indigenen Bevölkerung angehört, sondern aus Kämpfern, aus Elitekämpfern vieler anderer Nationen besteht? Nun, wenn Sie eines aus den Ereignissen 1989 gelernt haben, dann das, dass höchstwahrscheinlich weder die eigene Polizei noch die eigene Armee scharfe Waffen gegen das eigene Volk richten wird, wenn dieses sich friedlich erhebt und eine notwendig gewordene Wende einfordert. Und das ist es, was wir heute Abend hier tun. Wie jeden Montag, wo wir uns friedlich und vereint zu unserer Demonstration hier in Halle versammeln. Zukünftig wird dann einfach diese stark bewaffnete, nicht-deutsche Einsatztruppe mit Panzern etc. gegen das demonstrierende deutsche Volk aufgefahren. Dann aber gibt es Tote, wie jetzt schon in Frankreich. Und dann ist der eh schon zaghafte Widerstand der Deutschen vielleicht für lange Zeit gebrochen. Das hoffen Sie zumindest. Doch wenn wir uns dann einmal, wenn es endgültig reicht und uns das Joch zu schwer geworden ist, im gerechten Zorn gegen die Tyrannei erheben, dann wird es Bürgerkrieg geben. Doch so weit muss es hoffentlich gar nicht erst kommen. Doch wie kann dies verhindert werden? Nun, die Zeiten des Wegschauens und des Inaktivbleibens sind jetzt endgültig vorbei. Sowohl eine Rückbesinnung auf Rationalität, mürrischen Menschenverstand, auf traditionelle Werte und kulturelle Errungenschaften wie Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, als auch, ja, auch die, ein Systemchange sind nun zu erkämpfen. Nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt. Ein Systemchange, das klingt irgendwie links, nicht wahr? Und genau da liegt unser gemeinsamer Schnittpunkt. Links wie rechts. Wir sagen ja. Ja, weg mit diesem Scheinsystem. Weg mit diesem Schauspiel, weg mit diesem verlogenen System der Gier und der Heuchelei, weg mit dem Schattensystem der Macht hinter den Kulissen. Denn so ist keine ernst gemeinte Demokratie möglich. Und zwar ganz genau darum, weil es unter einer mafiös organisierten Machtstruktur nun mal keine Mitsprache der Untertanen gibt. Basta! So funktionieren nun mal unsere Machtstrukturen und es wird Zeit, diesen simplen und immer offensichtlicheren Umstand endlich anzuerkennen als das, was es ist. Und entsprechend Artikel 20 Absatz 4 Widerstand zu leisten, denn nein, es ist keine andere Abhilfe mehr möglich. Jawohl! Danke. Lassen unseren lieben Peter Ganz aus Augsburg anzukündigen, der die weite Reise wirklich extra nur auf sich genommen hat, um hier zu sein, bei uns zu sein, eben weil er auch begriffen hat, dass jetzt Aktivismus vonnöten ist und weil er es eben ganz klasse findet, dass wir hier in Halle schon so lange durchgehalten haben und deswegen auch von uns so begeistert ist und nicht nur uns alles Gute wünschen möchte, nein, er möchte auch seinen Teil dazu beitragen, so gut er es kann, und er kann verdammt gut mit Worten umgehen. Ich übergebe das Mikro an Peter. Danke, Tomate. Hallo, ihr Leute aus Halle, ich bin Scott aus Bayern.
Ja, er hat es vollkommen richtig gesagt. Ich möchte euch was sagen. Ich bin total glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich habe heute das Glück gehabt, ich bin mit dem Zug rübergekommen von Augsburg. Ich war schon in der Mittagszeit da und da war ich beim Sven in der Fabrik drin und da haben wir noch die Mützen gepresst. Peter, so hier, dann verstehen dich die Leute auch. Also richtig ran, das ist nur Don sein Sapper, der hier dran ist, also keine Angst. Okay, alles klar. Okay, versteht ihr mich jetzt? Ja, also ich bin einer von denjenigen, der die Mützen mitgepresst hat, die wir jetzt alle tragen, okay? Und ich habe noch, es war Spaß, es ist schön bei euch. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich hier so freundlich auf... Ja, ich bin aus Bayern. Und ich bin 62 Jahre alt. Und ich muss euch was sagen, ich habe mich nie für die Politik interessiert. Mich hat es nie interessiert. Und eigentlich wach geworden bin ich durch den Krieg in der Ukraine. Wir wollten da Kinderdörfer aufbauen und dann haben wir erfahren, dort ist Krieg. Aber bei uns war in der Presse nichts von dem Ganzen zu sehen, dass da Krieg ist. 3000 Kinder sind schon gestorben und dann habe ich gedacht, so geht es immer weiter. Und dann hat die Merkel die Grenzen geöffnet und dann habe ich überlegt, was fahre ich in die Ukraine und helfe dort mit, wenn es bei uns jetzt auch losgeht. Und darum bin ich heute da, okay? Und ich habe mir jetzt mal eine kleine Rede ausgearbeitet. Vielen Dank. Ich habe mal eine kleine Rede ausgearbeitet, weil ich habe heute eine Bombe in der Hand. Eine richtige Bombe. Terroristen haben Bomben, die knallen, aber auch das wird knallen. Und zwar, wenn ich mir vorstelle, dass wir derzeit in Deutschland ca. 3 Millionen Migranten haben, ich nenne sie Fremdlinge. Es sind fremde Menschen. Sie sind Fremdlinge. Wir haben sie hier in Deutschland. Und es ist mittlerweile doch bekannt, dass diese sogenannten minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlinge, denen man geraten hat, dass sie ihre Pässe wegwerfen. Sie sollten ihre Pässe wegwerfen und sie sind dann hierher gekommen. Sie sind teilweise viel älter, haben sich als minderjährig ausgegeben, weil sie wussten, dann bekommen sie noch bessere Sozialleistung, bessere Betreuung. So, und so ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, nennt sich das offiziell, kostet dem Staat aus unseren Steuergeldern im Schnitt bis zu 8.500 Euro im Monat pro Person. Habt ihr das gewusst? 8.500 Euro für einen Flüchtling, minderjährig. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, rechnen wir mal bloß 3.000 Euro im Monat, 3.000 Euro im Monat pro Migrant, das sind bei 3 Millionen Migranten, sind es derzeit im Jahr, im Monat 9 Milliarden Euro im Monat. Jetzt wenn wir das mal 12 rechnen, da braucht man kein Fachmann sein, dann wissen wir, dass das 108 Milliarden Euro sind im Jahr, die den deutschen, also Steuerzahler, diese 3 Millionen Migranten kosten. Habt ihr das gewusst, Valenza? Habt ihr das gewusst? 108 Milliarden Euro. Ich gebe euch heute so Kopien von dieser Rede. Wer diese Kopie möchte... Also, alles klar, der muss man sanft behandeln. Ja, ich habe Kopien dabei, wer das möchte, ich gebe dann die Kopien an Sie raus. Ja, 40 Stück habe ich da, wer zuerst kommt, bald zuerst. Sie kriegt es, ganz klar. Okay, also, jetzt macht euch mal bitte bewusst, zum Beispiel das Bundesministerium für Familien, für Senioren, für Frauen und für Jugend hat 2,98% vom Bundeshaushalt, jetzt 2018, das sind 10 Milliarden Euro in einem Jahr. Aber 108 Milliarden Euro für die Migranten. Könnt ihr das verstehen? 10-mal so viel wie für die Familie. Dann Bundesministerium für Gesundheit gibt für die Gesundheit der Bürger 15 Milliarden Euro aus im Jahr. Aber 108 Milliarden. Hey, wisst ihr überhaupt, wie viel Nuller das eine Milliarde hat? Eine Milliarde, die hat 9 Nuller. Und da geht es erst los mit den Zahlen. 108 Milliarden. Und jetzt möchte ich noch auf einen Plan kommen, den die EU und die UN geplant hat. Und zwar, uns ist bekannt, dass, was jetzt kommt, Leute, das ist kein Hirngespinst. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es ist Fakt. Und das Ganze nennt sich Resettlement-Programm. Die EU hat bereits 2010
2010 eine geheime Berechnung angestellt, nach der in Deutschland eine gesamte Kapazität von 274,5 Millionen Menschen hier leben solle. Das bedeutet, wenn ich jetzt rechne, dass wir ca. 83 Millionen Menschen derzeit sind, dann können zu uns kommen 192 Millionen Fremdlinge. 82 Millionen Menschen sind wir jetzt. Das heißt, über das Doppelte, nochmal so viel, kommt dann zu uns. 192 Millionen Migranten. Man nennt sie jetzt Siedler, die dann zu den 282,3 Millionen Einwohnern in Deutschland dazukommen. Wisst ihr überhaupt, wie viele Deutsche das es noch gibt? Wisst ihr das? Da gibt es ja so Schätzungen. Ich rede jetzt nicht von Passdeutschen. Ich rede jetzt nicht von Mohammed, der vielleicht ein bisschen Deutsch kann, sondern ich rede von Deutschstämmigen. Jetzt passt einmal gut auf. Ich habe mir jetzt mal die Zahlen rausgeholt aus der UN. Und zwar, wir haben derzeit von den 82,3 Millionen Einwohnern in Deutschland, haben wir gerade mal noch 63 Millionen Deutsche. Aber nicht Ursprungsdeutsche, sondern da sind auch Passdeutsche mit dabei. Da sind hier Geborene, wo die Eltern aus dem Ausland gekommen sind, dabei. Wir sind gerade noch, wenn wir die dann abziehen, sind wir gerade noch 50 Millionen, vielleicht 52 Millionen Ursprungsdeutsche. Das heißt, 50 Millionen richtige Deutsche und über 30 Millionen, naja, was halt da noch so alles rumläuft, die nicht zu uns gehören, die Fremdlinge sind. Und jetzt pass auf, jetzt rechnet ihr mal selbst bitte. Wenn von den von der UN geplanten 192 Millionen Migranten nur 5% kommen, hey, nur 5%, nicht 10%, sondern nur 5% kommen, dann haben wir bei zu den derzeitigen 3 Millionen Migranten, die uns schon 108.000 Euro kosten, dann kostet uns diese 9,6 Millionen Migranten, also 5%, kostet uns dann zusätzlich 330 Milliarden Euro. 330 Milliarden Euro, dazu die 108 Milliarden Euro, die wir jetzt schon bezahlen. Das heißt, das sind zusammen 438 Milliarden Euro an Kosten für die Fremdlinge, oder man nennt sie jetzt Siedler. Bei 670 Milliarden Euro Steuereinnahmen, über die Hälfte, nur für die Fremden. So. Und meine Frage an die Politik und an die Medien, sowie an diese ganzen Linksgrünen und an diese Gutmenschen, ist mein, hey, übrigens in München, wo ihr das ja wisst, ich bin Patriot, ich bin nationaler Patriot. Und wisst ihr was, wenn wir bei uns in München eine Demonstration haben, dann sind wir vielleicht auch doppelt so viele Leute wie ihr hier, 100 bis 150 Patrioten und 2.500 bis 3.000 Gutmenschen, Antifas um uns rum, wir sind richtig eingekesselt. Okay, kennt ihr das? Gut, okay. Also dann machen wir weiter. Meine Frage ist, ihr wollt also angeblich den Migranten, also den armen Flüchtlingen helfen, die Politik und die Medien. Ich sage, nein, ihr helft ihnen nicht. Im Gegenteil, ihr verschlimmert das Elend und ihr tötet. Aber jetzt habe ich gerade vom Sven ein Zeichen gekriegt, soll ich noch weitermachen, 5 Minuten? Oder machen wir drüben? Wollt ihr das dann noch wissen, was das bringt? Okay, bis gleich. Dankeschön. Es geht nur um den organisatorischen Ablauf. Ich wollte natürlich mitnichten hier das Wort abschneiden. Es geht nur darum, dass ich auch noch 3 Minuten hier sein möchte. Den Pallasleben machen wir schon hier. Für hinten habe ich mir noch was anderes ausgedacht. Hinten gibt es auch Kekse. Das heißt, wer sich anschließen will und Kekse, sich mit Keksen locken lässt und Kinderpunsch, den wir hier im Heck haben, kommt ruhig mit. München zahlt natürlich auch mehr Demo-Geld. Also Halle ist eine arme Stadt. Das heißt, bei uns ist diese Gegendemonstrations-Mobilisierungsfähigkeit sehr ausgeblutet. Dieses Zivilcourage, wie die das nennen, wenn die gegen uns argumentieren, leistet hier nur noch der Glühweinstandmann, indem er uns hier nicht bedienen möchte oder gar nicht zulassen möchte, dass wir überhaupt hier unsere Meinung äußern dürfen. Und wo wir auch schon beim Pallasleben sind, deutsche Verzweiflung, in dieser Zeit leben wir, wir sind verzweifelt und nur deswegen stehen wir hier. In Angst und bürgerlichem Leben wurde nie eine Kette gesprengt. Hier muss man schon mehr geben. Die Freiheit wird nicht geschenkt. Es sind die glücklichen Sklaven der Freiheit größter Feind. Drum sollt ihr Unglück haben und spüren jedes Leid. Nicht Mord, noch Bann,
nicht Kerker noch Standrecht obendrein. Es muss noch kommen stärker, soll es von Wirkung sein. Ihr müsst zu Bettlern werden, sollt hungern allesamt, zu Mühen und Beschwerden verflucht sein. Und verdammt, es muss das bisschen Leben euch gründlich sein verhasst, dass ihr es fort wollt geben, wie eine schwere Last. Erst dann, vielleicht erwacht noch in euch ein neuer Geist, ein Geist, der über Nacht noch euch hin zur Freiheit reißt. 1851, Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Und heute ist es schon eine revolutionäre Tat, mit Weihnachtsmusik den Boulevard runterzufahren. Weil auf dem Weihnachtsmarkt trauen sie sich gar nicht mehr, diese abzuspielen. Maximal Boom Boom und englischsprachiges Jingle Bells. Deutsche Weihnachtslieder hört man dort nicht mehr. Aus Angst, muslimische Gäste würden die Texte verstehen und sich provoziert fühlen zu Anschlägen auf diesen Weihnachtsmärkten. Und dafür brauchen wir auch keine Betonsperren, weil die Betonsperren hindern sie nicht mehr. Sie kommen mit Maschinenpistolen und Pistolen, um uns den Garaus zu machen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Zeit der irren Grenzöffnung, der verrückten Kanzlerin in Berlin, die weg muss. Und mit ihr natürlich das gesamte System, Merkel. Egal ob, wie Meuthen sagt, AKK die Nachfolge antritt. AKK, Afrika kann kommen. Das wollen wir nicht und dafür stehen wir nicht. Wir stehen für den Widerstand, der es wagt, das Maul aufzumachen gegen die hier herrschenden Mord- und Totschlagsverhältnisse. Jetzt gehen wir hinter und gehen zum gemütlichen Teil. Ein Haufen Leute, Gäste heute haben echt selbst gebacken dafür. Also wer möchte, kommt bitte mit uns und sucht das Gespräch und findet das Gespräch. Und dort gibt es auch noch die Redebeiträge, die Folgeredebeiträge, die beiden Teile von Donatus und Peter. Ich komme auch nochmal zu Wort. Der kommenden Sonnenwende werden wir gedenken in einer kleinen kurzen mit einem Gedicht. Und kommt einfach mit. Danke, dass ihr da seid. Die nächste Demo, das sage ich jetzt nochmal, ist am 2., also das ist Mittwoch. Die nächste Montagsdemo ist am Mittwoch, dem 2., ich glaube, das ist Mittwoch. Silvester ist, genau, den Feiertag lassen wir auch der Polizei und der nächste Werktag ist der Mittwoch. Mittwoch, der 2.1. sehen wir uns wieder, 18 Uhr am Riebeckplatz. Jetzt geht's hinter zur Fahne, zur Flamme der Revolution. Wir werden immer mehr und sitzen uns zur Wehr. Die Zeiten sind vorbei mit eurer Heuchelei. Eure Lügen sind wir satt. Geht raus aus unserer Stadt. Geht raus aus unserer Stadt. Geht raus aus unserer Stadt. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. 1, 2, 1, 2. Also hier drüben gibt es den Kinderpunsch, der Frankie trinkt gerade rüber, also bedient euch. Wer mag, ist kein Muss, kann auch was in die Sammelbox reinschmeißen, die daneben noch hingestellt wird. Ein Haufen Leute haben selbst gebacken, also die haben sich wirklich Mühe gemacht. Ich hoffe, dass ihr in dem Licht überhaupt diese Ergebnisse bewundern könnt. Ich habe nur Bilder gesehen, sieht wirklich hübsch aus, also viele haben sich die Mühe gemacht. Also nutzt es, haut euch die Bäuche voll und ihr müsst ja bis nächstes Jahr warten zur nächsten Montagsdemonstration. Den Don bitte ich wieder nach vorne, der kann ich gleich übernehmen. Don, bist du bereit? Der Peter bringt gleich seinen Teil 2. Wo ist denn Peter? Ah, der braucht auch irgendein Licht, also irgendjemand, der ihm auf seinen Notizzettel leuchten kann, sollte sich daneben stellen, wenn möglich.
Da, ja genau, kannst du mit dem Scheinwerfer hier vorfahren, dann, wenn du dich hinter den Peter stellst, dann kann der Peter dein Licht nutzen sozusagen. Ja, die Spendenbox genau daneben. Die Aufkleber auch noch, die Aufkleberkiste auch noch. Ja, die können ja auch noch mitgenommen werden. Also die Aufkleberkiste kann auch leer gemacht werden, deckt euch ein. Da ist übrigens ein Aufkleber dabei, da habe ich heute vom FK-Fachkommissariat 5, das ist glaube ich der Staatsschutz, in der Polizeidirektion eine Vorladung bekommen. Da steht drauf, der Afrikaner mag die Liebe sehr, doch hüte dich vor dem Verkehr. Ich weiß nicht, wo das Volksverhetzung sein soll, auch wenn es ein bisschen derbe ausgedrückt ist auf dem Aufkleber. Also guckt ihn euch ruhig mal an, ich habe ihn zu Anschauungszwecken mitgebracht in der Kiste. Der Afrikaner, welchen Afrikaner meinen die denn? Ich meine den von der Siegerauer zum Beispiel, der da das Camperpärchen überfallen hat mit einer Astschere, den Freund mit dem Tode bedroht hat, damit er dabei zusehe, wie er die Freundin des schon länger hier Lebenden grausam vergewaltigt. Und der Täter war ein Afrikaner. Und natürlich, wenn man dann weiß, dass in Afrika die AIDS-Rate exorbitant hoch ist, dann ist die Warnung natürlich, hüte dich vor dem Verkehr, eine gutmeinende und natürlich keine Volksverhetzung. Also das weise ich stark von mir, Herr Hülz vom Staatsschutz Halle. Ich werde Ihrer Vorladung nicht beikommen und informiere Sie hiermit darüber. Peter, bist du soweit? Weiße Hunde nicht erben. So, hört mir jemand zu? Okay, super. Jetzt habe ich eine ganz charmante Assistentin. Ja, jetzt habe ich eine ganz charmante Assistentin. Jetzt geben wir der Frau mal einen Applaus. Komm, damit sie mir hier heimleuchtet. Okay, also, ich wiederhole jetzt das nochmal von vorhin. Und zwar, meine Frage an die Politik und die Medien, sowie an alle Linksgrünen und an all die Gutmenschen, da habe ich eine Frage. Ihr wollt doch angeblich alle den Migranten, den armen Flüchtlingen helfen. Ich sage nein. In Wahrheit helft ihr nicht diesen Flüchtlingen. In Wahrheit helft ihr nicht diesen Menschen. In Wahrheit verschlimmert ihr das Elend und ihr tötet. Zuerst möchte ich jetzt euch mal eine Frage stellen, beziehungsweise ich habe mir schon die Frage gestellt, 2015, wenn doch in Mina, in Saudi-Arabien, eine regelrechte Luxusstadt mit klimatisierten, feuerfesten Zelten für 3 Millionen Menschen mit Küchen, Bädern und allem Komfort gibt, warum steht diese über 51 Wochen im Jahr komplett leer? Habt ihr gewusst, dass es das gibt? Eine Stadt mit 3 Millionen Plätzen, eine Luxusstadt. Ich gebe euch das heute, könnt ihr das nachlesen. Und wo ich es rausgeholt habe von Epoch Times. Das heißt, die Antwort der saudischen Regierung, der saudi-arabischen Regierung, war 2015, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, weil dann nehmen wir auch deren Probleme mit auf. Und das wollen wir nicht. Das heißt, mein Fazit war schon 2015, so helfen also die reichsten arabischen Staaten, also Moslems helfen so den Moslems, indem sie sie nicht aufnehmen. Aber was tun wir? Und jetzt stelle ich nochmal meine Frage an die ganzen Gutmenschen. Ich stelle meine Frage an dieses Verbrecherkartell in der Regierung. Noch einmal, ich stelle meine Frage an die Beauftragten der UNO, an alle, die diesen Pakt ausgearbeitet haben. Ihr wollt also jetzt den Flüchtlingen und den Migranten helfen. Stimmt's? Die sagen's doch immer. Und ich sage aber, nein, ihr verschlimmert das Elend und ihr tötet letztendlich. Ihr müsst doch mal eines vor Augen halten. Merkel und die gesamte Regierung und die gleichgeschalteten Medien behaupten doch immer, wir retten Flüchtlinge, wenn wir sie nach Deutschland holen. Stimmt's? Sie behaupten außerdem, die Flüchtlinge können nicht in deren Ländern bleiben, sonst verschlimmert sich deren Elend oder sie sterben da. Habt ihr davon schon gehört? Das heißt also, für uns Normaldenker, wir müssen so viele Menschen wie möglich vor dem grausamen Tod und vor Folter retten. Was aber fast jeder übersieht, und jetzt passt ganz gut auf, Hallenser, wenn wir Menschen nach Deutschland holen, können wir zwar denen einen gewissen Luxus und Sicherheit bieten,
Aber wir können nicht maximal viele Menschen retten und da ungerettete Menschen laut Systemmedien sterben müssen, gefoltert werden oder menschenunwürdig leben. Das bedeutet, der gewisse Luxus eines Migranten hier bei uns, das bedeutet die Folter und den Tod der vielen anderen Menschen vor Ort, die wir nicht holen können, weil wir den hier mit 3000 Euro im Monat durchfüttern. Habt ihr euch da schon mit Gedanken gemacht? Das bedeutet, jedem Menschen muss doch langsam klar werden, dass auch der angebliche Reichtum Deutschlands, und wir haben keinen Reichtum mehr, das, was wir noch haben und wo man uns erzählt, dass das Reichtum ist, es ist mehr Schein als wir sein. Die Schulden wachsen ständig, wir haften in der EU und so weiter. Und wenn wir noch einen Reichtum haben, dann hat diesen Reichtum nicht die Politik erwirtschaftet, sondern das deutsche arbeitende Volk hat dafür gesorgt, dass es uns gut geht mit Arbeitskraft. Sven Löwe sagt immer, die Werktätigen sind es, die es geschafft haben. Habt ihr das verstanden, Leute? Das heißt, wir haben diesen Reichtum, wir haben dafür gearbeitet und jetzt nimmt man alles weg. Das heißt, wir können zwar den Leuten einen gewissen Luxus bieten, die wir hier rüberholen, aber irgendwo hat es eine Grenze, irgendwann sind die Kassen leer. Somit kann das Geld nicht für alle Menschen reichen. Sollten wir aber denn nicht maximal viele Menschen retten, die menschliche Position, also wenn wir menschlich sein wollen, wenn wir wirklich menschlich sein wollen mit den Migranten, mit diesen ganzen Leuten aus Afrika, dann müssen wir sofort, konsequent, flächendeckend und sofort alle aus Deutschland abschieben und den Menschen, den Ländern vor Ort helfen, um mit dem Geld dort den Leuten wesentlich besser helfen zu können. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber? Und jetzt pass auf, jetzt pass auf. Und jetzt pass auf, denn ein Migrant, den wir aus seinem Land hierher holen nach Deutschland, der kostet hier in diesem Land mindestens 3000 Euro. Wogegen in den Ländern vor Ort mit dieser Summe bei circa 100 Euro monatlich, das ist weit über den UN-Hilfsstandard hinaus, bis zu 30 Menschen gerettet werden. Ihr lieben Patrioten, Deutsche, macht euch das jetzt mal bewusst. Wenn wir einen rüberholen, dann können wir 30 da drüben oder 29 da drüben nicht mehr helfen. Das heißt, die müssen weiter leiden, die leben weiter im Elend, die müssen hungern, die werden vielleicht sogar gefoltert oder müssen sterben. Dann nebenbei, ich wollte eine Friedensorganisation aufbauen und ich habe mich mal ein bisschen mit dem Leid in dieser Welt beschäftigt. Habt ihr gewusst, dass zurzeit täglich, hallo, haltet euch mal fest, jeden Tag 45.000 Kinder an Hunger sterben. Habt ihr das gewusst? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Aber diesen 45.000 Kindern, die jeden Tag an Hunger sterben müssen, um die kümmert sich kein Mensch. Habt euch schon mal ausgerechnet, was alleine aus Deutschland Geld zur Verfügung sein würde und dann noch aus der EU, um diese Kinder zu retten? Die Welt produziert derzeit im Jahr für 12 Milliarden Menschen Nahrungsmittel. Lasst euch nicht einreden, dass wir eine Überbevölkerung auf dieser Welt haben. Es ist eine Lüge. Das ist eine Lüge von denen, die Menschheit reduzieren will, um sie besser beherrschen zu können. Wir haben derzeit auf dieser Welt Nahrungsmittelproduktion für bis zu 12 Milliarden Menschen. Also das heißt, kein Mensch müsste hungern oder müsste sterben. Und jetzt nochmal das Letzte. Das bedeutet, Merkel und diese ganze links-grüne Politik und Medienkartell hilft niemandem, sondern ganz im Gegenteil. Sie verarmen, sie zerstören und sie töten nicht nur die zurückgebliebenen Menschen, sondern sie töten auch uns. Und das alles für ihre perverse, Menschenleben verachtende Agenda. Ich sage euch, dass sie, was diese Hochverräter tun, schon lange bevor der Pakt jetzt unterschrieben wurde, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Pass auf, jetzt habe ich es gleich. Und ich bin jetzt heute da und ich möchte euch heute noch ein bisschen an Mut geben. Und ich habe
Leute, wir müssen auf die Straßen gehen. Wir müssen. Und zwar, zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal, ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit einem guten Kameraden hier aus diesen Reihen, und zwar, ich möchte euch jetzt einmal das Wort Nationalismus und das Wort Patriotismus etwas genauer analysieren. Aber ich lasse das jetzt Menschen analysieren, die das vielleicht neutraler und objektiver können als wie ich. Und jetzt bitte hört ganz gut zu. Ich habe euch das ausgedruckt, das kriegt ihr heute alle. Und zwar steht geschrieben, es war Herbert Hoover, der 31. Präsident der Vereinigten Staaten von 1929 bis 1933. Und dieser Mann sagt, die Intellektuellen von heute versuchen, den Nationalismus als eine Sünde gegen die Menschheit zu brandmarken. Sie versuchen uns glauben zu machen, dass dem Wort Nationalismus eine Infamie anhänge. Aber sie verkennen, dass der Geist des Nationalismus aus der schöpferischen Tiefe der menschlichen Seele stammt. Und wir haben alle eine menschliche Seele. Es kommt aus unserer Tiefe der Nationalismus, frei zu sein. Es ist der Drang des Nationalismus, frei zu sein und frei von fremder Herrschaft und sich nach eigener Art selbst zu regieren. Das war Herbert Hoover. Und das zweite, Brennan O'Walt, das Botschafter der Vereinigten Staaten in der Bundesrepublik 1989. Und er sagt wortwörtlich, hört mir zu, Deutsche. Er sagt, was ihr Deutschen braucht, ist mehr Selbstachtung und Patriotismus. Ihr habt das Recht dazu. Ihr seid ein großes Volk, das der Welt unermessliche Kunstschätze geschenkt hat. Schätze der Wissenschaft und der Kunst. Und jetzt noch ein Zitat von Peter Rossegger, österreichischen Schriftsteller. Patriotismus besteht nicht im Hass gegen andere Völker, sondern es besteht in der Liebe zum eigenen Volk. Und das versucht er uns mit diesen 12 Jahren. Okay. Und das versucht bei uns mit den 12 Jahren, die waren von 1933 bis 1945, und weil ja angeblich alles und immer nur das deutsche Volk, immer war das komplette deutsche Volk so schlecht, versucht bei uns niederzudrücken und uns unsere Identität zu rauben. Und ich möchte euch jetzt einmal etwas vorlesen, das haben mir kroatische Freunde geschickt, und ich habe nach Russland habe ich Beziehungen, wir wollten da Kinderdörfer aufbauen, und die haben mir etwas geschickt, und jetzt hört mir gut zu. Wecke niemals schlafende Bären oder Deutsche. Die Deutschen sind ein Volk, welches nur bei groben Taten wachgerüttelt wird. Für Kleinigkeiten haben die Deutschen nichts übrig. Sie haben vielleicht etwas Russisches an sich. Die Deutschen schweigen sehr, sehr lange. Vielleicht schlafen sie. Vielleicht täuschen sie es aber auch nur vor. Aber jedem, der gegen die Deutschen ist, dem sei jetzt eines gesagt, und das rufe ich jetzt zu euch in Halle, und das rufen wir durch Videos nach YouTube und nach Facebook. Alle, die gegen die Deutschen sind, denen sei jetzt eines gesagt, mögen die Deutschen noch lange schlafen, aber wenn sie sich erheben, wenn sie erwachen, dann schlagen sie selbst den Teufel aus der Hölle. Widerstand, friedlichen Widerstand. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich habe es doch vorhin schon gesagt. Wir sind vielleicht noch 50 Millionen angestammte Deutsche. Ich mache auch das blöde Wort Bierdeutsche nicht. Das erinnert mich immer an Tomaten. Wir sind angestammte Deutsche. Versteht ihr? Angestammte. Das ist unser Land. Und habt ihr schon mal bemerkt, dass der Pakt, der wurde Pakt genannt. Normalerweise werden Verträge gemacht, stimmt's? Aber das wurde Pakt genannt. Macht man den Pakt mit Gutem oder mit Bösem? Mit Bösem. Hallenser, das wisst ihr, das wissen wir. Die haben das mit Absicht gemacht. Es ist ein Pakt mit dem Teufel. Es ist eine perverse, Menschenleben verachtende Politik. Und ein sächsischer Patriot hat mir einmal gesagt, als ich im Blauen war und wo ich dort eine Rede gehalten habe, hat mir einmal gesagt, da gibt es ja, wenn es einen Teufel gibt, dann muss es doch auch eine Gegenseite geben, oder nicht? Hallenser, hört mal zu. Wenn es einen Teufel gibt,
Wenn das der Pakt mit dem Teufel ist, dann muss es doch eine Gegenseite geben, stimmt's? Definitiv. Da muss man nicht an Gott glauben, das sagt die Logik. Und jetzt pass auf, dieser Sachse, ein wackerer Mann, sagt zu mir, dieser Gott, der die Menschen erschuf, wollte nie, dass die Menschen in Knechtschaft oder in Sklaverei sind. Und Leute, wir müssen nicht an Gott glauben, aber ich sage euch, in der Bibel steht es geschrieben, da wo der Geist Gottes ist, da wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich möchte jetzt heute meinen Glauben an Gott hier in Halle, möchte ich euch heute jetzt hier eines sagen. Ich würde jetzt gerne, nur ein paar Worte, das machen wir ganz kurz, möchte ich jetzt ein paar Worte sprechen zum Schutz Gottes und zum Segen Gottes für euch hier in Halle, dass ihr mehr werdet, dass ihr tapfer seid, dass ihr mutig seid und dass Gott aber auch eure Familien beschützt. Erlaubt ihr mir das, dass ich ein paar Worte sage? Erlaubt ihr mir das? Okay, super. Dann lasst mich ganz kurz anfangen. Also in diesen schwierigen Zeiten beten wir jetzt und ich rufe jetzt zu dir, allmächtiger Gott. Die Regierung und die Politik ist gegen unser Volk, gegen unser deutsches Volk. Und wir haben viele Feinde gegen uns. Aber du, mein Gott, ich bitte dich jetzt, ja mehr sogar, viele von uns glauben dir, Gott. Du gibst uns jetzt die Kraft, die Zuversicht und du verhilfst uns jetzt zum Sieg gegen die ganzen Heuchlereien und gegen die Hinterlist der Politik und gegen unsere Feinde. Und zwar gegen all diese Lügen, derer die Menschenleben verachtend über unsere Köpfe hinweg und gegen uns gerichtete Pläne durchsetzen wollen. Ihnen ist jedes Mittelrecht, auch private Organisationen, ja sogar die Kirchen klage ich an, die Kirchen und deren Organisationen. Sie machen mit dem heuchlerischen Argument der Hilfe unvorstellbare Geschäfte. Und darum sage ich jetzt noch einmal, ich bitte jetzt diesen großen, mächtigen Gott. Und ich weiß, dieser Gott, er hasst das Unrecht und er hasst den Betrug. Und darum bitte ich ihn jetzt um seinen Schutz und um seinen Segen über die Stadt Halle, über das Umland von Halle, über die ganze Region. Und ich bitte Gott, dass er euch jetzt beschützt und den Segen über diese Patrioten und ihre Familien gibt, die in braven Treu und Glauben, weil ihr seid brave Menschen, in braven Treu und Glauben für unsere Heimat einstehen. Schütze du sie, großer Gott, vor den Attacken der Feinde. Schütze sie, aber auch ihre Angehörigen und ihre Familien. Ich danke euch. Amen. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Ich danke dir, Peter, für dieses Gebet, für diesen Schutzsegen, den du über uns gesprochen hast. Ja, das Thema Migration ist eben ganz klar eine globale Angelegenheit. Dann mit der Migration von den Globalisten auch global schließlich viel Geld verdient wird. Die wahren Flüchtlinge leiden natürlich unter dieser Entwicklung, wie Peter gerade ausgeführt hat. Das ist den Gutmenschen aber geflissentlich egal. Die Politiker der Altparteien oder, wie ich sie von nun an gerne nenne, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands verraten derweil Tag für Tag das eigene Volk und verkaufen unser Land und das von unseren Vorfahren überlassene Eigentum. Und es scheint so, als wenn die Mehrheit der Deutschen all dies billigend in Kauf nimmt. Ja, es sogar zu beklatschen scheint. Aber das scheint nur so, denn in Wahrheit sind wir mehr. Die Mehrheit der Deutschen weiß oder glaubt entweder nicht bis zur Gänze, was hier abgeht, oder traut sich noch nicht dagegen Farbe zu bekennen. Hinter vorgehaltener Hand tun sie es vielleicht schon, nämlich da, wo sie sich sicher wähnen, aber aus Angst um den Job, das Ansehen oder die Reputation oder Ähnliches bleiben sie im Hintergrund und inaktiv und damit unsichtbar. Aber wir sind mehr. Und zwar trotz der Staatspropaganda, finanziert von dem uns abgepressten Zwangsbeitrag an die Öffentlich-Rechtlichen, die uns nicht nur über die wahren Ausmaße der Situation im Dunkeln lassen, sondern uns auch noch täglich mit ihrer Propagandalügen verseuchen und versuchen zu manipulieren. Aber wir sind mehr, auch wenn nur wenige den Mut bzw. die Freiheit haben,
für die Zerschlagung dieses mafiösen Systems, dieser neoliberalen Globalisten-Elite, welche hinter diesen Strategien wie der Migrationskrise auf die Straße zu gehen und sich zu uns zu stellen. Und diese unsichtbare Mehrheit macht diesen Eliten Angst. Denn sie können sie nicht kontrollieren. Sie können uns somit nicht mehr ignorieren. Zurzeit stehen in Deutschland überall wieder die Weihnachtsmärkte. Das ist auch ein Grund, warum wir heute hier stehen und nicht mehr vor dem Rathaus auf dem Marktplatz. Würde es nach den links-grün Versifften gehen, würden diese schon lange Wintermärkte heißen. Im Voraus allem Gehorsam der Scharia gegenüber vermutlich. Überall sieht man wieder die Merkel-Poller und die Merkel-Legosteine aus Beton sowie Polizisten mit MPs im Anschlag. Ein Gefühl, als stünde man mitten in Jerusalem oder wahlweise Bethlehem, nicht wahr? Ach herrlich, da kommt wahrlich friedliche und gelassene weihnachtliche Stimmung auf und es verbindet uns förmlich mit dem Geburtsland Jesu Christi, dessen Geburt ja zu Weihnachten gefeiert wird. Und ihr findet das makaber? Ja, aber so ist es. Und es ist nun leider unsere alternativlose Realität geworden, die Merkel über uns gebracht hat. Ein Vorschlag bzw. eine Idee, zugegeben, nicht meine Idee. Sie stammt von Heiko Schrank von Schrank TV auf YouTube. Hier ein Gruß auch an Heiko Schrank von meiner Seite, von unserer Seite hier aus Halle. Boykottiert doch die Weihnachtsmärkte. Macht doch einfach selber welche. Eure eigenen. Für die eigenen. Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen oder so, wie wir es hier machen. Legt zusammen, macht oder kauft Glühwein, Plätzchen und so weiter. Macht ein Lagerfeuer und erfreut euch der Gemeinschaft. Stärkt diese dadurch wieder, wo sie doch bereits versucht wird zu zersetzen. Bildet Banden der Solidarität für die schweren Zeiten, die noch auf uns zukommen. Setzt Zeichen des Boykotts. Schluss mit weiter so. Kommt endlich raus aus eurer Komfortzone und leistet Widerstand. Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Leute, ein Paradigmenwechsel durchläuft verschiedene Phasen. In der ersten wird dieser ignoriert. In der zweiten wird der propagierte Wechsel lächerlich gemacht. Doch nun beginnt für uns Phase 3. Der erbitterte Kampf gegen den Wechsel und deren Protagonisten. Ein Krieg gegen die Aktivisten, die sich den Eliten in den Weg stellen. Die vierte Phase, sofern wir den Kampf gewinnen, sieht aber vor, dass dieser Paradigmenwechsel irgendwann als selbstverständlich hingenommen wird. Seit vielen Jahren ist bereits ein Krieg im Gange. Ein Krieg um unsere Ansichten, unsere Gedanken und Meinungen, gegen unser Wertesystem, unseren Zusammenhalt und unsere Identität. Es ist ein Krieg durchgeführt von denen mit Macht gegen jene ohne Macht. Es wird gelogen und manipuliert, dass sich die Balken biegen. Im Netz, in Funk und Fernsehen und erst recht in den Printmedien. Ja, stehen diese Printmedien doch unter der Macht von nur einigen wenigen Medienhäusern, direkt angeschlossen an die Zentren der Macht über Thinktanks und Vereine wie die Atlantikbrücke e.V. und anderen Übermittlungsorganen der Machteliten zur Steuerung des gewünschten politischen Kurses der jeweiligen Länder. Sie ziehen sogar den Krieg gegen unsere Kinder und Jugendlichen, um diese zu manipulieren, auf den gewünschten Kurs zu bringen und für ihre Zwecke und Ziele zu missbrauchen. Stichwort Antifa. Beispiel gefällig? Bitteschön. Ein Artikel vom 9.12.2018 erschienen auf tagesschau.de. Überschrift, Zitat, Tagesschau macht Schule. In Zeiten einer ständig wechselnden Flut von Falschmeldungen wird Medienkompetenz, schönes Orwellsches Neusprech übrigens,
wird Medienkompetenz immer wichtiger. Ein europäisches Projekt will diese bei Kindern und Jugendlichen stärken. In Deutschland ist die Tagesschau mit dabei. Zitat Ende. Geschrieben von Claudia Krüger, NDR. Das heißt im Klartext, dass diejenigen, die regelmäßig Propaganda und Fake News verbreiten, unseren Kindern und Jugendlichen beibringen wollen, was sie für Fake News zu halten haben und was nicht. Es scheint diese Gesinnungswächter nicht im geringsten zu interessieren, dass sie mit ihrer Manipulation das Volk zutiefst spalten. Alt gegen Jung, Generation gegen Generation, Kinder gegen ihre eigenen Eltern. Wie lange, frage ich euch, kann dies noch gut gehen? Worin wird das enden? Im Bürgerkrieg? Diese Verräter, diese Brandstifter, pfui! Und damit nicht genug. Sie werden obendrein verdorben und orientierungslos gemacht. Durch politische Indoktrination, aber vor allem durch Frühsexualisierung, schon im Kindergarten beginnend und später durch Gender-Mainstream-Erziehung in Schule und Universität. Hier an dieser Stelle sei gesagt, dass ich nichts gegen Transsexuelle habe und auch natürlich als Homosexuelle auch nichts gegen das Schwul- und Lesbischsein, weil es ist angeboren und wir können uns nicht dagegen wehren, wir können uns nicht verbiegen, wir können uns unsere Augenfarbe, unsere Haarfarbe und unsere Sexualität nun mal leider nicht im Katalog bestellen. Wir werden so geboren, wir müssen so leben, wir müssen so glücklich werden, wie ein jeder Mensch sein Glück selbst finden muss im Leben. Hier mal ein kleines Beispiel. Hier sitzt die Simone. Ich betreue ihre Tochter, ihre ältere Tochter. Ihre jüngere Tochter ist transsexuell. Sie wurde schon mehrfach in der Schule von Afghanen niedergeschlagen. Was sind das verdammt nochmal für kleine Pisser, die Frauen niederschlagen? Nur weil sie anders aussehen, weil sie in einem Wandlungsprozess stecken, der seelisch an sich schon schlimm und grausam genug ist in dieser Welt. Und hier geht mal ein Aufruf an unseren lieben Hendrik Lange von der Linkspartei, wahrscheinlich immer noch im Vorstand vom städtischen schwulen-lesbischen Verein BBZ, der auch im Stadtrat sitzt, ja dem Stadtrat vorsteht, der ja so die Schwulen- und Lesbenrechte verteidigen möchte und auch die Transgender gerne verteidigen möchte. Irgendetwas stimmt mit deinem Kurs nicht, lieber Hendrik, wenn du dann trotzdem Refugees Welcome rufst. Hier ist der Beweis, was die Auswüchse dieser Migrationspolitik sind. Sie schlagen uns nieder, uns, die hier anders sind. Und das kann nicht angehen, verdammt nochmal. Das geht nicht übereinander. Entweder verteidigst du Schwule, Lesben und Transgender oder du verteidigst ein archaisches, islamisches, verdammt nochmal satanisches System, was sich gegen andersartige Menschen stellt und diese einfach niedersticht oder niederschlägt. Für eines musst du dich entscheiden, Hendrik. Aber weiter. Es findet an unseren Kindern und Jugendlichen eine Entwurzelung statt, eine Abkopplung zum Beispiel von Heimat und traditionellen Wertesystemen, welche für Kinder und Jugendliche für die Orientierung der Gesellschaft so ungemein wichtig sind. Ein weiteres Beispiel, Berliner Zeitung, BZ, ein verdammt linksversifftes Journal, nein, Zeitung. Zitat, sollten Kindergärten die politische Gesinnung der Eltern überprüfen? Ja, wo sind wir denn hingekommen? Wie weit soll es denn noch gehen? Und der Wahnsinn in Deutschland geht weiter und weiter. 5. Dezember 2018, eine junge Frau, ihren Angaben zufolge völlig unpolitisch, hoffentlich ändert sich dies nach dieser Erfahrung, wird am Chemnitzer Hauptbahnhof von der Polizei angehalten und wird nach ihren Ausweisen und nach ihrer politischen Gesinnung gefragt. Sie meinte, sie sei unpolitisch. Die Polizei unterstellte ihr jedoch trotzdem eine rechte Gesinnung, da sie ja Zöpfe trage. Ja, sagt mal, geht's eigentlich noch? Was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Eine Gesinnungspolizei? Und wie sieht es denn eigentlich bei linksextremen Gesinnungsverbrechern aus? Schweigen, Relativierungen, Wortmanipulationen wie Linksextreme, Linksaktivisten. Es klingt einfach netter.
Und wer verbietet denn eigentlich rechtskonservatives Gedankengut in Deutschland? Zur Erinnerung, die CDU und CSU waren einmal rechtskonservative Parteien. Strauß sagte einmal, rechts neben uns darf nur noch die Wand sein. Aber eben, das war alles, bevor unsere Staatsratsvorsitzende Angela Merkel das Ruder auf links gedreht hat. Welches Spektrum hat hier also das Sagen? Richtig. Das gesamte linke Spektrum, getragen von der gut verdienenden linksgrünen Bionade-Wohlfühlbourgeoisie. Dieser Vorfall ist ein Beweis mehr dafür, dass wir hier in einem Linksstaat leben, inklusive des dem Kommunismus-Sozialismus eigenen Denunziantentums. Siehe Philipp Ruch und seine steuergeltlich finanziertes ZPS, Zentrum für politische Schönheit. Wie so oft verbirgt sich dahinter genau das Gegenteil, nämlich politische Hässlichkeit in all ihren Facetten des linksgrün versifften Spektrums, nämlich das Denunziantentum und eben Zensur. Sie machen Jagd auf politisch Andersdenkende. In Berlin wurde ich selbst einmal tätlich angegriffen und beinahe verdroschen bei einer Veranstaltung vom ZPS. Und nebenbei, welch linksgrüne Vollpfost-In hat sich das eigentlich mit den Zöpfen ausgedacht? Nämlich, dass das rechts sei. Wie verätzt muss das Gehirn eigentlich sein, um sich solch einen hanebüchenden Unsinn auszudenken? Wie feindlich gegenüber allem weiblich Schönen, sprich, wie feministisch muss man eigentlich sein, um so einen Hirnstuhl rauszupressen? Anetta Kahrs Truppe der Amadeo Antonio, kurz AA-Stiftung, muss ja wirklich eine bunte Truppe von möchtegern Intellektuellen, geistig Gestörten sein. Diese Freaks. Mache ich jetzt noch ein Weihnachtslied und weil die Merseburger, die müssen jetzt 7:50 gehen und dann machen wir unseren Sonnenwindspruch jetzt. Dann kommt aber noch das Gedicht von Max vorgetragen. Es kommt noch ein bisschen was. Zum Hasi will ich noch was sagen. Der Don findet dann bestimmt auch noch ein paar Worte. Um 8 möchte Don noch ein gewisses, was möchtest du um 8? Ich möchte gerne um 8, weil das in Deutschland an mehreren Städten stattfindet, um 8 Uhr, also um 20 Uhr, eine Schweigeminute einlegen. Gedanken an den Frieden, dass wir, sagen wir mal, positive Gedanken aussenden. Vielleicht ein Gebet, wer christlich ist, ein Gebet für den Frieden. Wir sind jetzt vor der Weihnachtszeit, der Zeit, wo wir uns besinnen wollen, wo wir uns auch für den Frieden der Welt, zumindest gedanklich, einsetzen wollen. Und das ist, glaube ich, bitter nötig. Und ich glaube, diese positiven Wellen, ob ihr nun christlich seid oder nicht, die wollen wir aussenden, zeitgleich. Vielleicht können wir etwas in der Menge derer, die diese Gedanken mit uns teilen, etwas erreichen. Denn ich glaube, nicht nur Worte haben Macht, auch Gedanken haben Macht. Und diese positiven Gedanken des Friedens wollen wir dann gerne zeitgleich mit unseren Gesinnungsgenossen für den Frieden einsetzen. Vielen Dank. Merseburger möchten vorzeitig dann gehen. Wir hatten oder müssen vorzeitig gehen. Wir hatten vor, noch ein Foto zu machen,
wo wir alle mit unseren lustigen Wichtelmützen zusammenstehen. Und es wäre sehr schön, wenn wir uns dann jetzt schon zu diesem Gruppenfoto versammeln könnten. Danke. Sonnenwendfeier zu begehen. Und dabei werden immer Feuersprüche auch vorgetragen. Es gibt viele schöne, die stammen aber aus einer Zeit, die uns gewiss vorgeworfen werden würde, wenn wir diese Feuersprüche verwenden würden. Deswegen habe ich den Goethe ausgesucht und der ist ja politisch unverdächtig zumindest. Muss man ja heutzutage leider dran denken. Man muss ja jedes Wort auf die Goldwaage legen. Brenne, Fackel, leuchte, Flamme, geh von Hand zu Hand, dass der Glaube und die Treue leuchten durch das Land. Vater, gib dem Sohn sie weiter, Mutter, deiner Maid, dass der Glaube und die Treue leuchten durch die Zeit. So standen in grauer Vorzeit die Ahnen, so stand einst die Jugend auf nächtlicher Fahrt, so stehen wir heute ein einziges Mahnen im Ring um das Feuer geschlossen geschart. Wir öffnen die Herzen, wir heben die Hände, wir grüßen des Jahres eisige Wände, wir grüßen des Lichtes gesegneten Lauf. Sonnenwend, Feuer, Flamm auf nun, Flamm auf. Die Flammen lodern durch den Rauch, begeht den alten heiligen Brauch. So wird das Herz erhoben
Die Flamme reinigt sich vom Rauch, so reinigt unseren Glauben dein Licht. Wer kann es rauben? Johann Wolfgang von Goethe, unverdächtig. Aber es erinnert uns, dass wir Traditionen pflegen sollen, dass wir Traditionen leben sollen, auch wenn andere Glauben bewusst von korrupten Politikern in das Land geholt und forciert wird. Sollen wir zum Alten möglicherweise zurückfinden, erst dann finden wir auch die Kraft, uns geschlossen als Bevölkerungsgemeinschaft, uns auch der neuen Indoktrination zur Wehr zu setzen. Also begeht dieses Weihnachtsfest, Julfest, Lichterfest, also Lichterfest nicht negativ gemeint, sondern das Licht der Sonnenwende, begeht es im Kreise der Familien und schöpft neue Kraft und seid willkommen im neuen Jahr, am 2. Januar, das ist ein Mittwoch. Und jetzt hat der Max, der hat noch ein Gedicht vorgetragen, den Max bitte ich jetzt vorzutragen, den Max bitte ich hier nach vorne. Ja, ich bin da. Der ist schon da, dann musst du deine Kamera hier aufstellen. Das hat einfach was Winterliches. So, ich habe bis vorhin noch mal ein kleines Gedicht zusammengeschnippelt, das ich leider noch nicht auswendig kann. Deswegen muss ich es halt vortragen. Geht's? Ja. Nicht wirklich weihnachtlich, aber naja. Am Beispiel Hasi kann man sehen, zuhauf gewinnt der Linksstaat. Das muss er sich nun eingestehen, der Rechtsstaat ohne Rückgrat. Drogen, Fäkalien und anderer Unrat sind Merkmale für Antifanten. Das ist nun mal das Resultat bei Paarung unter Blutsverwandten. Der Ami ist noch immer da und Linke, medial vergiftet, sie finden es heute wunderbar, sind komplett vom Kurs abgedriftet. Der Migrationspakt unterschrieben, bald sind wir ohne Nation und Border. Des Volkes Angst zu Recht gestiegen, sie bahnt sich an, die New World Order. Es ging mir echt an die Substanz, dreimal habe ich den Pakt gelesen, Globalisierung eine Quelle des Wohlstands. Nun kenne ich sie, ihre absurden Thesen. Merkel agiert hier aus Humanität und Tausende glauben noch diesen Stuss. Frau Wagenknecht zugrunde legt, der Pakt ist Raubtierkapitalismus. Ich habe nachgeforscht, welche Möglichkeit bleibt, bevor halb Afrika hier sein Unwesen treibt. Wollen wir uns noch immer das Land zurückholen, bleibt nur noch der Ausstieg aus den Vereinten Nationen. Seit Jahrzehnten schon wird es uns angetan, die ganze Gesellschaft in Stücke gerissen. Es gehört zum alten Elitenplan, diese scheiß globalisierenden Idealisten. Wir stehen an gegen dieses Treiben und müssen nun aus der UNO aussteigen. Die Staaten müssen Flaggen zeigen, damit alle Völker erhalten bleiben. Statt Gelder für Volksaustausch im Akkord, wie wär's mal mit richtiger Hilfe vor Ort. Danke. Bravo. Nein, das war wirklich sehr gut. Und ich finde, also heute haben die Reden... waren die Reden recht gut auch aufeinander abgestimmt und ich kann euch sagen, wir haben das nicht geplant, aber die Themen passten heute einfach wirklich sehr gut zusammen. Es ging nicht nur um den Migrationspakt, es ging auch um die Lüge, die hinter den, ja, hinter der vermeintlichen Hilfe für die Völker, die in Armut leben, steht. Es geht gar nicht darum, dass man den Völkern helfen möchte. Hätte man das gewollt oder würde man das wollen, hätte man erstens schon viel früher ansetzen müssen, zweitens schon viel früher ansetzen können und drittens, ja, man hätte es ganz anders aufziehen müssen. Denn, wie auch Peter vorhin schon aufgeführt hat, allein schon die Zahlen, die sprechen ja für sich. Man hilft den Menschen nicht, indem man sie oder einen kleinen Teil, einen verschwindend geringen Teil, der übrigens in kürzester Zeit in Afrika schon nachgeboren wird, nach Europa holt. Man hilft diesen Völkern am besten, indem man ihnen nicht nur einen Fisch bereicht, um sie zu sättigen, sondern indem man ihnen das Fischen beibringt. Und ob sie es lernen wollen oder nicht, das liegt dann an ihnen.
Aber diese Hilfe, die können wir zumindest anbieten. Und ich werde nicht müde zu sagen, so sehr wir auch das DDR-Regime in seinen finsteren, also die finsteren Seiten des DDR-Regimes hier auch kritisieren, Überwachung, Stasi und so weiter, alles Verhältnisse, die wir heute wieder erleben, nur eben in abgemilderter, in etwas in Watte gepackter Form, sodass es nicht gleich so offensichtlich wird. Aber all das täuscht nicht darüber hinweg, was die DDR auch an guten Ideen hatte. Nämlich, dass man diesen Menschen am besten etwas beibringt. Nämlich, wie man die Infrastruktur im eigenen Lande modernisiert, wie man selbst auf eigenen Füßen steht, wie man Dinge produziert, mit denen man auf dem Markt Handel treiben kann. Und das hat die DDR ja auch gemacht. Die Produkte, die die DDR hergestellt hat, sind zum großen Teil auch ins Ausland geflossen. Das wissen wir nicht. Oder heute wissen wir es, aber damals wussten wir das gar nicht. Dass wir vieles für den Westen produziert haben, was dort eben Qualitätsware war. Ja? Also zumindest günstig angeboten. Aber es waren eben die Dinge, um die wir sie beneidet haben, die haben wir im eigenen Lande hergestellt. Also es ist im Prinzip möglich, dass man diesen Menschen hilft, indem man sie ausbildet. Indem man ihnen eben das beibringt, was notwendig ist, um ein Leben in Glück und Wohlstand führen zu können. Das konnte man vielleicht damals nicht so, weil wir die Mittel damals in der DDR auch nicht so hatten, wie es die westliche Welt hat. Aber daran erkennen wir die Lüge und den Betrug. Denn die Möglichkeiten der westlichen Welt sind wesentlich breit gefächerter, wesentlich größer. Die Ideen sind wesentlich vielfältiger als die wir damals in der DDR hatten. Die Möglichkeiten der DDR waren da begrenzt und selbst da haben wir es geschafft, wahrhafte, ganzheitliche, also holistische Hilfe anzubieten, die diesen Menschen tatsächlich auch im Ganzheitlichen geholfen hat und nicht nur kurzfristig. Die DDR ist niedergeschlagen worden und damit auch die Idee dieser Auslandshilfe, so wie wir es damals gepflegt haben. Aber eben, wir haben auch nicht jeden aufgenommen in der DDR. Nein, diese Menschen, die hierher kommen durften und das Privileg haben durften und so sahen, dass die Menschen, die hier ausgebildet wurden, die wurden überprüft. Das heißt, es war vorher von vornherein klar, dass das anständige Menschen sind, die auch tatsächlich Ambitionen haben und vor allen Dingen, die auch das Vermögen, das geistige Vermögen hatten, dieses Wissen auch zu adaptieren, umzusetzen und in die Heimat mitzunehmen, damit es dort Früchte trägt. Was wir heute erleben und was wir heute als humanistisch bezeichnen, ist eigentlich, wenn man eben nicht so linksgrün verstrahlt ist, wenn man rational und logisch denkt, ist das, was wir heute hier machen, hanebüchender Unsinn. Wir nehmen alle, die herkommen, die es irgendwie schaffen, hierher zu kommen, auf. Und man redet uns ein, dass wir damit damit Goldstücke aufnehmen, dass wir damit ein Humankapital in unser Land holen, was ja nicht zu ersetzen ist. Das ist absolut notwendig. Es wird uns erzählt, und das ist noch das Allerschlimmste, es wird uns erzählt, weil wir rückläufige Geburtenraten haben, dass wir das ja brauchen für unsere für den Bevölkerungswachstum, der notwendig ist, um das Rentensystem, das Sozialsystem an und für sich am Leben halten zu können. Denn wenn wir immer älter werden und mehrheitlich Rentner werden hier in Deutschland, was ja dann die Folge wäre, dann würde dieses soziale System kippen. Und dafür brauchen wir Menschen aus aller Welt, ganz egal, ob die was drauf haben oder nicht, ob sie was gelernt haben oder nicht, ob sie lesen und schreiben können oder nicht. Sie werden uns ja dann unterstützen, sie werden dann in die Rentenkasse einzahlen und sie werden... Nee, werden sie nicht. Wie können sie denn, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt nicht brauchbar sind? Wie kann es denn sein, dass sie dann nützlich sind, wenn sie mit, sagen wir mal, sie sagen, sie seien 13, aber sie sind 18, hierher kommen... oder älter als 18, wenn sie dann hierher kommen und dann erst einmal zum Teil lesen und schreiben lernen müssen, das heißt, erst einmal 10 Jahre durch eine normale Realschullaufbahn gehen müssen, oder sagen wir 8 Jahre Hauptschulabschluss, damit sie auf dem Arbeitsmarkt brauchbar sind. Und erst dann müssen sie noch ausgebildet werden, damit sie Fachkräfte werden.
nochmal 3,5 bis 4 Jahre. Diese Rechnung ist eigentlich recht simpel, begreift jedes kleine Kind. Aber scheinbar ist das Niveau dieser linksgrün versifften Gutmenschen noch ein bisschen niedriger als das Niveau eines kleinen Kindes, denn sie können nicht mal diese simple Rechnung aufmachen und verstehen. Und daran krankt das Ganze. Und daran werden eben Menschen wie wir, die wir es durchschaut haben und die wir uns ob dieses Irrsinns langsam wahnsinnig werden vor Wut. Wut darüber, dass wir so simpel an der Nase herumgeführt werden. Und noch viel schlimmer, dass scheinbar ein Großteil der Bevölkerung das einfach schluckt und hinnimmt. Daran werden wir langsam, ja, ohnmächtig. Man fühlt sich ohnmächtig gegenüber dieser pluralistischen Ignoranz, dass jeder nur noch dasteht und zuschaut und wartet, dass irgendjemand kommt und etwas macht. Aber das wird nicht passieren. Es wird keiner von oben kommen und das machen. Denn Gott gab uns einen Verstand. Und dieser Verstand scheint hier im Land der Dichter und Denker scheinbar entweder betäubt zu sein oder durch Materialismus und durch Trivialunterhaltung völlig am Boden zu sein, völlig verschwunden zu sein, im Alpha-Zustand, im Hypnose-Zustand. Es ist traurig, dass die Menschen das nicht sehen, nicht erkennen. Und es wäre noch viel trauriger, wenn sie es erkannt haben und dann trotzdem inaktiv bleiben. Trotzdem nichts tun. Nichts tun, um ihr Land zu retten. Selbst wenn man sein Land hasst, aber wenn man Kinder hat, dann will man doch alles Gute für die Zukunft seiner Kinder. Und deswegen wundert es mich, dass so viele Mütter und Väter, dass so viele Omas und Opas untätig bleiben. Ist ihnen das Schicksal ihrer Kinder und Enkelkinder egal? Kann es denn schon so schlimm sein, dass uns der Ruf, die Reputation, der Job oder vielleicht das bequeme Leben, was man nun hat, wenn man inaktiv ist, dass einem das wichtiger ist als die Zukunft der nachfolgenden Generation? Wenn dem so ist, dann hat dieses Volk nichts anderes verdient als den Untergang. Und das ist traurig, wenn dem so wäre. Nochmal kurz, danke Don. Wir sind auch hier 5 Minuten vor unserer Schweigeminute. Nochmal kurz, Causa Halle, wir haben ja die Probleme auch hier in Halle sitzen, im Stadtrat, der spricht sich jetzt aktuell für mehr Freiräume, explizit die Grüne, die Linke und die SPD-Fraktion aus. Das Hasi Hafenstraße, ähnlich der Hafenstraße, begann es in den 80ern in der Hafenstraße in Hamburg auch, dass erst Jugendliche, links indoktrinierte Menschen das besetzt hatten, diese Häuserzeile dort. Und so haben die das hier auch gemacht, haben dann die HWG erpresst. Und jetzt sind sie wohl letzte Woche über Nacht verschwunden, natürlich nicht ohne Zugeständnisse zu bekommen. Sie haben am Galgenberg ein ansehnliches Objekt bekommen, wohl mit 5 Jahre Mietvertrag zu eigentlich einem Mietvertrag, der lächerlich ist und natürlich nach ungerechten Mietzahler- und HWG-Kunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob das neue Objekt auch der HWG gehört, zumindest die Stadt, der Stadt gehört, das ist klar. Stadt ist auch Haupteigner der HWG, also der Hallischen Wohnungsgesellschaft. Das heißt, die Stadt hängt da immer mit drin. Das heißt, die Steuerzahler, die hier Steuern zahlen, bezahlen das letztendlich. Die Geschäftsidee dahinter von diesen angeblich Linken ist, sie fordern Freiräume und betreiben dort knallharte Geschäfte am Fiskus vorbei. Das funktioniert zum Beispiel an einer riesigen Gastronomie auf der Peisnitzinsel. Da gibt es eine riesige Gastronomie. Die haben sich da halt der Wiederherstellung von einem Haus gewidmet, zumindest dieser Verein, der sich nach dieser Peisnitz-Dings da nennt, nach diesem Haus. Und die kassieren jährlich Hunderttausende Euro Fördermittel. Gemeinnützig nennen die sich und betreiben dort eine Gastronomie, die an Umsatzzahlen, wo jede andere Gastronomie in Halle neidisch wäre. Die machen an Sommertagen nicht weniger als 10.000 Euro Umsatz am Tag und das alles als Verein am Fiskus vorbei.
Dort geht da auch keiner hin. Keine Steuerfahndung, kein Ordnungsamt. Da gibt's wohl vom Hörensagen her Schwarzarbeit ohne Ende. Da geht keiner hin, das interessiert keinen, weil die Stadtverantwortlichen in diesen Vereinen mit drinne hängen. Die haben das organisiert, die haben abgesegnet diese Geldmittel, diese Stützungsmittel und eigentlich dem Ziel des Vereins, also da irgendwelche Häuser wieder aufzubauen, da passiert nicht wirklich was. Das ist auch nicht das Ziel, weil wenn diese Häuser aufgebaut sind, das ist ähnlich wie mit diesem Kampf gegen rechts. Wäre der Kampf gegen rechts gewonnen, würden die Millionen versiegen. Und genau das ist es, weswegen solche Häuser besetzt, solche Vereine gegründet werden. Am Hufeisensee gab es eine Neugründung eines alten Schlosserei e.V. Das Haus, das soll wohl auch verkauft werden für 50.000 Euro, die dieser Verein gar nicht hat. Die werden natürlich über die Schwarzgeldgeschäfte solcher Partnervereine dann finanziert oder über Steuermittel eingewoben. Und dieser Sumpf, der geht bis in das Rathaus hinein, bis in die Parlamentäre, in die Landtagsparlamentäre von den Grünen. Der Striegel hat sich da stark gemacht, die Quade von der Linken hat sich da stark gemacht, weil die selbst aus diesem Vereinsmafia-Konstrukt auch entstanden sind. Striegel und Quade, Grüne und Linke, sind ja beide aus Miteinander e.V. sind die groß geworden, bevor die über Liste 2013 in den Landtag von Sachsen-Anhalt und 2017 wieder gewählt worden sind. 2017, ja, oder was, 2018, warte, wann war die Landtagswahl jetzt Sachsen-Anhalt? 17, genau. Sind die wieder halt reingewählt worden und 16. Und die benutzen das über, dann war es 12. Auf jeden Fall sind die jetzt die zweite Legislaturperiode drin. Und dies, das ist das allgemeine Karrieremittel, was diese Linksmagen, und so nenne ich die natürlich immer, weil das sind Leute, die noch nie einem ehrlichen Beruf, also in seltensten Fällen einem ehrlichen Beruf nachgegangen sind. Und das ist auch die Front, die gegen Organisationen, gegen Montagsdemonstrationen wie dieser hier eben immer auch mit Gewalt auf die Straße gehen, die eure Autos kaputt machen, wenn sie sie denn erwischen, die eure Häuser angreifen, wenn ihr exponierte AfD-Politiker seid, werden Häuser angegriffen, werden Autos angegriffen, werden Parlamentarier angegriffen und auch der Tod billigend in Kauf genommen. Geschützt werden die immer von gleich tickenden Richtern, die hier am Amtsgericht oder am Landgericht, also hier am Landgericht oder am Amtsgericht an der Thüringer Straße sitzen. Polizei hat sich, das haben wir bei der Räumung von der Hasi, die ja jetzt dann nicht notwendig wurde, dass die Polizeiführung sich erdreistet, Judikative zu spielen und zu entscheiden, dass es eventuell nicht im rechtlichen Rahmen wäre, wenn sie der Amtshilfe, die haben die Amtshilfe der HBG abgelehnt, und da frage ich nicht, ob das nicht schon den Straftatbestand der Strafverhaltung im Amt ist. Auf jeden Fall, gegen all diese Missstände sind wir hier auf der Straße, und ich übergebe jetzt Don für die Schweigeminute schnell mal noch einen Satz vor der Schweigeminute. Ja, wie vorhin schon angekündigt, möchte ich euch jetzt bitten, dass wir uns in unseren Gedanken mit eben all den Menschen, die sich jetzt uns anschließen, an den Frieden zu denken, friedliche Gedanken, Frieden für die Welt, aber vor allen Dingen Frieden erst einmal für die eigenen Familien, für das eigene Land. Ich bitte euch, dass ihr euch jetzt, ja, besinnt. Vielen Dank. Und jeder Christ darf natürlich beten.
Vielen Dank, ihr Lieben. Und hiermit danke ich der Polizei für ihre Geduld, auch die minütliche Überziehung. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Kommt gut nach Hause, auch euch und euren Kollegen. Ein frohes Weihnachtsfest. Deswegen, wegen euch, damit ihr nicht zum Feiertag auf die Straße müsst, treffen wir uns am 2. Januar wieder, also am Tag nach dem Feiertag. Also ist die erste Montagsdemonstration in Halle ist an einem Mittwoch. Und an dem Tag sehen wir uns wieder. Kommt gut über die Feiertage, kommt gut hinüber ins neue Jahr. Ihr müsst nicht rutschen, geht aufrecht ins neue Jahr und nehmt mit uns die besten Wünsche fürs neue Jahr. Im Jahr 2019 müssen wir der Wende auf jeden Fall ein ganzes Stück näher kommen, weil die Uhr tickt. Wir verlieren mit jedem Tag Substanz in diesem Land und an Boden. Das sollte uns immer bewusst bleiben. Kommt gut nach Hause und habt ein schönes Weihnachtsfest. Ja.